Im elsässischen Fessenheim bereitet man sich auf das endgültige Aus des ältesten Atomkraftwerks Frankreichs vor. Nach der Stilllegung des ersten Reaktors im Februar soll nun in der Nacht zu Dienstag Block 2 abgeschaltet werden. Fessenheims Bürgermeister zufolge hätte der Reaktor noch 20 Jahre länger laufen können. Wir hatten gehofft, man würde sich der Sinnlosigkeit oder sogar der Schädlichkeit dieser Schließung bewusst werden. Sie stellt einen politischen Mord dar. Die Sorge um die verlorenen Arbeitsplätze ist groß. Nur 60 Mitarbeiter werden für die Demontage der Anlage um 2024 herum übrig bleiben. Es ist ein Gefühl der Verschwendung, das von allen Mitarbeitern geteilt wird. Für sie und auch laut der Behörde für nukleare Sicherheit funktioniert die Anlage sehr gut. Sie versorgt alle mit Strom. Es ist wirklich ein Chaos. Das ist das Wort, das auf der Anlage am meisten heraussticht. Es wird voraussichtlich mehrere Monate dauern, bis die Reaktoren ausreichend abgekühlt sind und mit dem Rückbau des Atomkraftwerks begonnen werden kann. Deutschland und Frankreich haben vereinbart, in der Region einen Technologiepakt zu errichten. Nach der Abschaltung des Atomkraftwerks Fessenheim zählt Frankreich dann noch 56 Reaktoren, die rund 70% des Stroms liefern. Das ist mit Abstand der höchste Anteil weltweit.